begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner. Und heute interviewe ich Kurt Tepperwein. Kurt Tepperwein, haben wir schon mehrere Interviews mit ihm gemacht. Und heute machen wir das Thema, wie ihr aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes macht. Herr Tepperwein, es ist ja so, ein Mensch wird geboren und dann entfaltet sich sein Leben. Manche haben eine Familie, bekommen 5 Kinder, andere wiederum erleben viele Krankheiten, eine Krankheit nach der anderen, ein anderer wird in Indien geboren und hat es da sehr schwer, überhaupt was zum Essen zu finden. Also ich frage mich, wie entsteht denn unser Schicksal? Sie haben es gerade schon gesagt, wenn wir glauben, das Leben entfaltet sich, dann ist das Leben ein eigener Bereich für sich, der seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und der da was macht, worauf ich keinen Einfluss habe. Aber das Leben entfaltet sich so nicht. Es sieht ganz anders aus. Das heißt, jeden Morgen schlägt das Leben in meinem Lebensbuch eine neue Seite auf. Und da steht noch nicht viel. Da steht das, was ich früher schon verursacht habe, also was sie viele Karma nennen. Ja, das steht schon etwas drin. Aber normalerweise, ich kann alles ändern. Das heißt also, mein So-Sein ist die Ursache für das Leben. Ganz gleich, was Sie gerade erleben. Ihr So-Sein hat es verursacht. Und was meinen Sie mit So-Sein? Ja, Sie sind ein Energiefeld. Das heißt, jeder Mensch ist ein Energiefeld. Und Energie hat eine bestimmte Schwingung. Diese Schwingung ist individuell und absolut einmalig. Das heißt, niemand hat das Gleiche erlebt wie Sie, hat die gleichen Prägungen, die gleichen Eindrücke gehabt, sodass daraus eben Ihr ganz einmaliges individuelles Energiefeld entsteht. Das ist Ihre energetische Signatur, die Sie 24 Stunden am Tag aussenden. Das nenne ich Ihr So-Sein. Ja, und das senden Sie aus und das können Sie nicht stoppen. Und das ist Ihr Dauerauftrag an das Leben für, jetzt kommt ein wichtiges Wort, für entsprechende Ereignisse. Das heißt, dieses Energiefeld, das So-Sein, das einmalig ist, verursacht Ihr einmaliges Schicksal. Das heißt also, auch während Sie hier so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie gerade Ihre Zukunft. Und das können Sie nicht ändern. Ihr So-Sein bestellt das, was ihm entspricht. Aber Ihr Schlüssel zur Macht ist, Sie können Ihr So-Sein jederzeit ändern. Okay, und wie ändere ich mein So-Sein konkret? Was kann ich tun, um das zu verändern? Ganz einfach. Einen unmittelbaren Einfluss auf Ihr Energiefeld hat Ihre Laune. Ah. Ja, allein wenn Sie lächeln, ja, verändert sich Ihre Energie. Sie können das nicht aufhalten. Sie haben gerade im Moment durch Ihr Lächeln Ihr Energiefeld verändert. Und jetzt kommt es. Damit ändert sich Ihr Dauerauftrag und damit verursachen Sie in Ihrer Zukunft etwas, das Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Ja, etwas Angenehmes. Das heißt also, Sie könnten, so wie ich das mache, jeden Morgen, so wie Sie Ihre Kleider wählen, so sollten Sie auch Ihre geistigen Kleider wählen und sollten sich entscheiden, mit welcher Laune gehe ich durch diesen Tag. Da liegt also ein Tag vor mir und das Leben wartet auf meine Anweisung. Und die erste Anweisung ist zum Beispiel, als wer gehe ich durch den Tag? Ja, denn die Antwort auf diese Frage, die entscheidet mein Leben. Was meinen Sie mit als wer? Also als mit wem ich mich identifiziere? Oder was meinen Sie mit als wer? Oder als genau Mutter das. Oder als genau das? Das, okay. Als was Sie sich fühlen. Nicht, was Sie glauben zu sein, was Sie wissen. Das sind alles nur Vorstellungen. Genau, und Gedanken. Eben, die haben nicht die Wirkung. Nein, als wen fühlen Sie sich? Also prüfen Sie doch gleich einmal, als wer
sitzen Sie mir jetzt gegenüber. Wer ist das hier? Und Ihr Gefühl beschreiben. Ach, ich freue mich einfach. Weil wenn ich bei Ihnen bin, freue ich mich. Also ich fühle Freude einfach und eine Wachheit, weil ich was lerne jetzt. Da bin ich, also Interesse, ich spüre einfach eine ganz große Resonanz Ihnen gegenüber. Also haben Sie drei Eigenschaften gesagt. Freude, Wachheit, Interesse. Das ist damit Teil Ihres Energiefeldes geworden und das senden Sie aus. Sie haben gerade also Ihr Energiefeld verändert und damit haben Sie, und das ist kaum jemandem bewusst, Ihre ganze Zukunft verändert. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen zum Beispiel kann sich niemand leisten, sich zu ärgern. Denn wenn ich mich ärgere, verursache ich damit zuverlässig in meiner Zukunft ärgerliche Situation. Okay. Gilt es für jede negative Emotion? Also wenn ich mich ärgere oder wenn ich... Nein, nicht nur negative. Ah. Positive wirkt natürlich Gott sei Dank genauso. Ah. Ja, also, aber das sind die zwei Bereiche. Ich muss erst einmal sehen, dass ich das, was etwas verursacht, was ich nicht haben will, dass ich das reduziere oder ganz auflöse. Ja, dass also mich nie mehr ärgere. Mhm. Und viele Menschen haben einfach die Ausrede und sagen, ja, jeder ärgert sich. Es passieren ja immer wieder mal ärgerliche Situationen. Ja. Mhm. Aber die gibt es nicht. Mhm. Es gibt nur Situationen, Ereignisse, Umstände und einen Urteiler, der sitzt im Ich, der sagt, das ist angenehm, das ist unangenehm. Mhm. Und dadurch wird das bewertet. In Wirklichkeit ist das völlig wertfrei und neutral. Mhm. Und wenn Sie diesen Bewerter entlassen und nicht mehr sagen, das ist eine ärgerliche Situation, sondern das ist eine Situation, die zu ändern ist. Sie stimmt für mich nicht. Das ist eine Chance zum Besseren. Wie wäre die denn ideal? Und schon bin ich auf dem Weg zu einer Lösung und mache mein Leben ein bisschen idealer. Das heißt also, eine ärgerliche Situation oder eine unangenehme Situation ist eigentlich eine Information des Lebens. Möchtest du das wirklich so haben? Oder wie hättest du es gerne? Und dann kann ich das ändern. Und so kann ich Stück für Stück laufend, ständig, in jedem Augenblick, jede Situation nehmen und ein bisschen idealer machen. Und dann nutze ich die Chance zum Besseren und dann gibt es keine ärgerlichen Situationen mehr, sondern nur noch ideale. Und wenn ich jetzt das Ideal daraus mache, verursache ich damit wieder in meiner Zukunft eine idealere Situation. Ich erlebe ein immer idealeres Leben. Und das liegt völlig in Ihrer Hand. Das heißt, Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. So. Manchmal ist es aber auch schwierig. Zum Beispiel, man ist jetzt in der Arbeit, die okay ist, aber nicht der Traumjob. Man kommt in die Arbeit und hat dann einfach sehr viel Arbeit. Einen riesen Berg voller Arbeit auf dem Schreibtisch. Man muss die Arbeit machen und man denkt, oh, und das ist dann einfach, und da dann sein So-Sein positiv auszurichten, oder ist relativ schwierig. Oder angenommen, man hat drei Kinder und jetzt sind zwei Kinder krank. Und dann ruhig zu bleiben, das ist einfach manchmal auch ein bisschen schwierig. Nein, es ist schwierig für ein Ich. Okay. Ja? Nur ein Ich hat Probleme, nur ein Ich hat Schwierigkeiten, nur ein Ich hat negative Gedanken und hat zu viel Arbeit. Sobald Sie zu... Und das Ich ist Illusion. Das bilden Sie sich ja nur ein, das sind Sie ja gar nicht. In Wirklichkeit sind Sie Bewusstsein. Sie sind reine Existenz. So. Sie machen hier nur eine Erfahrung. Ihr Körper ist Ihr Erfahrungsinstrument. Und eine Tätigkeit, die nicht Ihr Traum ist, sollten Sie überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Das heißt also, Sie gehen einen falschen Weg. Das gehört nicht zu Ihnen, sondern Sie gehen den Weg der Freude, indem Sie sich bewusst machen, was ist denn meine wahre Berufung? Und in dem Wort Berufung ist ja das Wort Ruf enthalten. Also, wozu werde ich gerufen vom Leben? Und bevor ich in dieses Leben gekommen bin, habe ich dafür gesorgt, dass ich das kann,
oder lernen kann, dass es mir Freude macht und drittens, dass das Leben mir eine Chance bietet, genau das zu tun. Also keine Ausrede, wenn ich einer Tätigkeit nachgehe, die nicht mein Traumjob ist, sollte ich sofort alles fallen lassen, zur Vernunft kommen, mir mal 10 Minuten Auszeit nehmen und meine Aufmerksamkeit auf die Lösung richten, auf das Ideal und sagen, okay, was wäre denn die ideale Lösung? Was wäre die ideale Tätigkeit, wo mein Herz weit wird, wo ich mich wohlfühle? Mhm. Ja, und das ist der erste Schritt zur Verwirklichung, dass ich erst einmal erkenne, was wäre denn das Ideal? Und dann in Lösung denke, okay, was ist zu tun? Wie komme ich von dem, was ist, zu dem, was sein soll? Mhm. Und dann bin ich auf dem Weg. Herr Tabarwein, das setzt doch auch Mut voraus. Jetzt angenommen, ich bin in einer Arbeit, die mir nicht entspricht. Und dann weiß ich aber was ganz anderes mit Menschen zum Beispiel. Ich habe einen Job mit wenig Kontakt, aber ein Job mit Menschen würde mir Spaß machen. Und dann mir es bewusst zu machen, ist das eine. Aber dann auch da zu kündigen und zu sagen, okay, woher braucht man noch Mut, oder? Nein, das wäre Dummheit. Hm? Das kann man nicht riskieren, weil Sie müssen ja Ihren Lebensunterhalt verdienen. Es muss ja weitergehen. Also was würden Sie machen? Der erste Schritt, haben wir schon gesagt, ist zu träumen. Ich muss mir erstmal mein Ideal bewusst machen. Der zweite vernünftige Schritt ist, ich gehe weiter meiner ungeliebten Tätigkeit nach, aber jetzt nebenberuflich fange ich schon an, das am Wochenende, ja, am Feierabend, das zu tun, was mir Freude macht. Ich verwirkliche diese Dinge und verlagere allmählich das Gewicht, nehmen wir mal an, wie Sie gerade sagten, Ihnen, Sie haben eine ungeliebte Tätigkeit, aber Ihnen würde es Freude machen, mit Menschen zusammen zu sein. Gut, dann könnten Sie sagen, schön, dann könnte ich Vorträge halten, Seminare geben, Beratungen machen. Ja. Aber da muss ich natürlich was zu sagen haben. Mhm. Also muss ich was lernen. Ich muss jetzt mein Ideal finden und sagen, gut, ich fange mit dem Vortrag an, aber ich muss ja auch sprechen können und so weiter, fließend. Das heißt also, ich fange ganz einfach an. Ich mache einmal in der Woche, Donnerstagabend, 19 Uhr, mache ich für meine Freunde und Nachbarn so ein Mini-Vortrag, 6-7 Leute in meinem Wohnzimmer, keine Kosten. Ja, ein Mini-Vortrag über irgendein Thema, zum Beispiel über das, womit ich mich gerade befasse. Mhm. Wie komme ich von einer ungeliebten Tätigkeit zu meinem Traumjob? Ja, und da trage ich alles zusammen, was man da tun kann und zeige Wege auf und habe dann einige Schritte schon getan, die kann ich dann bekannt machen und ich gehe kein Risiko ein, ich verlange ja kein Geld dafür, also ich kann jederzeit sagen meinen Freunden, oh, jetzt weiß ich im Moment nicht weiter oder ich habe einen Frosch im Hals oder ich habe den Faden verloren und wenn ich diese Angst davor nicht mehr habe, dann passiert das nämlich auch nicht, dann sehe ich, nein, die Freunde finden das gut und dann kann ich irgendwann einen Vortrag machen für etwas Geld am Wochenende. Ich habe immer noch meinen Beruf, ich riskiere gar nichts und verdiene etwas, schaffe mir ein Zusatzeinkommen mit meiner Traumtätigkeit und erkenne langsam, ich verlagere mein Gewicht immer mehr, an immer mehr Wochenenden, an immer mehr Feierabenden mache ich das, bis ich merke, ich kann ja schon davon leben und jetzt kann ich da kündigen, jetzt kann ich ganz Zeit haben dafür. Ich gehe also null Risiko ein und verlagere ganz allmählich mein Gewicht. Aber von Anfang an, auch während ich noch meiner ungeliebten Tätigkeit nachgehe, bin ich schon auf meinem Weg. Ich bin schon auf dem Weg der Freude und weiß jetzt, Schritt für Schritt verwirkliche ich meine Traumtätigkeit. Okay. So mache ich das auch. jetzt nochmal zurück auf dieses So-Sein. Das So-Sein und die Schwingung, die man hat, ist es das Gleiche, So-Sein und die Schwingung in einem?
die ja unser Leben bestimmt auch, unseren Alltag. Ja, ihr So-Sein ist eben... Auch die Schwingung. Sie sind ein Energiefeld. Mhm. Und in welcher Schwingung dieses Energiefeld ist, das ist ihr So-Sein. Mhm. Ihre energetische Signatur, ihr Dauerauftrag an das Leben. Und das senden sie dauernd aus. Mhm. Und das können sie ganz leicht ändern, haben wir schon gesagt. Ein Schritt ist zum Beispiel, ich würde anders beginnen, jeden Morgen und jeden Abend einschlafen als ich selbst. Ja? Also mich erinnern, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht meine Persönlichkeit, ich bin reine Existenz. Ich bin mir dessen bewusst, also bin ich Bewusstsein. Ich bin vollkommen. So. Und als dieses wahre Sein schlafe ich ein. Und weil dann der Verstand auch einschläft, bin ich die ganze Nacht ich selbst. Und am Morgen, das allererste ist, ich erinnere mich, wer wacht da gerade auf? Ich selbst. Und ich helfe jetzt meinem Körper auch, ich regle mich, ich helfe meinem Körper wach zu werden, aber ich erinnere mich wieder, das bin ich nicht. Das ist mein Erfahrungsinstrument, mit dem ich das Leben erfahre. Ich aber bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich bin reine Existenz. So. Und jetzt beginne ich den Tag als ich selbst. Das hat schon meine Schwingung ganz entscheidend verändert. Warum? Wenn ich als ich aufwache und in den Tag gehe, verursache ich ein Ich-Leben, was dem Ich entspricht. Natürlich, klar. Denn mein Dauerauftrag an das Leben ist ich, angenehm, Streicheleinheiten, da verursache ich ein Leben. Und das ist gar nicht mein Leben, das ist das Leben meines Ichs. Und deswegen fühlen sich so viele Menschen in ihrem Leben gar nicht richtig wohl, weil sie gar nicht in ihrem Leben sind. Sie sind noch gar nicht angekommen. Genau, das ist ja so. Viele Menschen leben wie in einem Traum. Es ist ein Traum. Ja, sie sind noch gar nicht aufgewacht. Und sage ich ihr ein Geheimnis, die meisten Menschen sterben, ohne je gelebt zu haben. Ja, die sind nie wach geworden. Das stimmt. Die sind immer im Ich verstrickt geblieben. Mhm. Und das Ich verursacht natürlich ein Ich-Leben, ein Ich hat Schwierigkeiten und Probleme. Und dann denken sie, Leben ist halt so. Ja, ich erlebe es ja dauernd. Aber das ist das Leben ihres Ichs. Und deswegen ist der erste Schritt so wichtig, dass ich sage, Moment, damit das gar nicht passiert, jeden Morgen, der erste Schritt ist, ich bin reine Existenz. Ich bin vollkommenes, ewiges Sein. So, das bin ich. Das ist mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit. Das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich sorge dafür, dass sie in Ordnung sind. Ich kümmere mich darum. Aber ich bin der Besitzer. Ich bin das. Und damit verursache ich natürlich jetzt ein Leben, das zu diesem erwachten Bewusstsein gehört. Das ist ein ganz anderes Leben. Das heißt, allein mit diesem Schritt gehe ich in meinem Leben in eine ganz andere Richtung. Ich verursache Dinge, die zu mir als erwachtem Bewusstsein gehören und nicht mehr zu einem begrenzten Ich. Genau. Ich finde das immer so, es ist halt dieses Erinnern oder das sich bewusst machen, dass man Bewusstsein ist, das ist das Wichtigste, glaube ich, weil der Rest erledigt sich dann irgendwie. Ja, aber das kann jeder. Sie brauchen nichts lernen, sie brauchen auf nichts warten, sie müssen nur dran denken. Und ich habe anfangs, als ich das machte, auch nicht, ich habe es immer wieder vergessen natürlich, und deswegen habe ich mir geholfen, indem ich überall Zettel hingelegt habe. Wer bist du? Ja, im Badezimmer, am Spiegel, im Portemonnaie, am Schreibtisch, am Nachtschränkchen, überall lag ein Zettel, wer bist du gerade? Und dann habe ich sofort wieder, wenn ich wieder einem Zettel begegnet bin, geguckt, mich ausgerichtet, mich erinnert. Und allmählich kam das dann, dass das selbstverständlich ist. Warum soll ich weiterhin im Traum, in der Illusion leben und mein ganz falsches Leben verursachen, wenn ich jederzeit die Chance habe, mich zu erinnern? Und da ist ja keine Schwierigkeit.
Ich muss nur daran denken, das heißt, ich muss einen meinen Weg finden, mich andauernd daran zu erinnern. Genau. Ja, so, das ist alles. Und mit der Zeit wächst auch das Vertrauen. Also ich merke jetzt bei mir, ich habe da so eine Sicherheit einfach. Ich weiß immer mehr, dass ich reine Existenz bin, ein reines Bewusstsein. Es passieren ganz schlimme Sachen, bringt mich nicht mehr aus der Ruhe. Das, wenn ich irgendwo das mitbekomme, bringt mich nicht mehr aus der Ruhe. Ganz schlimme Sachen ist wieder ein Urteil des Ichs. Okay. Die gibt es für das Sein nicht mehr. Wenn Sie als Sein hinfühlen, sagen Sie, nein, das ist nicht stimmig für mich. Ja, da ist kein Urteil, das ist nur Dissonanz zu meinem So-Sein. Okay, dann denke ich in Lösung, wie hätte ich das denn gerne? Und schon bin ich auf dem Weg zum Besseren. Genau, also praktisch das Bewusstsein wählt, kann ja wählen sozusagen. Ja, aber wichtig ist eben mit dieser Frage, mit Ihrer Antwort auf die Frage, wer bin ich, entscheide ich mich für zwei ganz verschiedene Leben. Ja, das Ich geht in die Ego-Richtung und das Selbst geht in die stimmige Richtung. Und dann erst bin ich in meinem Leben angekommen. Dann erst fühle ich mich wohl. Und es ist ganz einfach. Ich muss nur daran denken, das heißt noch einen Schritt zuvor, ich muss das erst einmal wissen, dass ich die ganze Zeit durch meinen Ich-Traum mir ein Ich-Leben verursacht habe und das war gar nicht mein Leben. Deswegen stimmte das nicht richtig. Deswegen tauchten dauernd Probleme auf und Schwierigkeiten. Irgendwann merken Sie, ich habe schon ewig kein Problem mehr gehabt. Da kommt keins mehr, da kann keins mehr kommen, weil zu einem erwachten Bewusstsein geht Problem nicht. Das hat kein Problem. Das hat nur Situationen, die sind entweder stimmig oder nicht. Und wenn sie stimmig sind, genieße ich sie. Und wenn sie nicht stimmig sind, kann ich sie ändern. Feierabend. Jetzt zurück zum Thema. Wie mache ich aus einem gewöhnlichen Alltag etwas Besonderes? Meinen Sie mit Besonderes oder mit Besonderem, im erwachten Bewusstsein zu leben? Oder was meinen Sie mit, wann ist der Alltag besonders? Mein Maßstab spielt keine Rolle. Jeder ist sein eigener Maßstab. Ja? Das heißt, was ist für Sie wichtig? Also machen Sie sich einfach morgens bewusst, Sie haben als erstes sich bewusst gemacht, wer bin ich, damit Sie im richtigen Leben sind, in Ihrem Leben sind und jetzt machen Sie sich bewusst, da liegt also mein aufgeschlagenes Lebensbuch vor mir mit einer blanken Seite und das Leben steht vor mir wie mein Butler und wartet auf meine Anweisungen. So, und ich sage jetzt, okay, also, wie wäre dieser Tag ideal? Ich gehe vom Ideal aus. Was Sie machen, ist Ihre Sache. Sie nehmen Ihren Maßstab. Ich will einen idealen Maßstab leben, also mache ich mir bewusst, habe jetzt erstmal die Richtung vorgegeben, mein Leben, bin wirklich in meinem Leben, aber wie sieht das aus? Also, was steht heute auf dem Plan? Wem begegne ich? Was muss ich vorbereiten dafür? Wie wäre das Ideal, der Verlauf? Und jetzt kommt das erste Werkzeug, die Kunst des Vorauserlebens. Also, wie ich das bei unserem Interview gemacht habe. Ich habe nicht verursacht, was Sie mich fragen oder was ich sage. Keinerlei Details. Ich habe nur verursacht. Sie haben unser Interview vorauserlebt. Natürlich. Okay. Ich erlebe alles voraus. Okay. Ja. Das heißt, bevor Zukunft erfolgt, verursache ich sie. Aber ich verursache, Sie können das anders machen, ich verursache keine bestimmten Ereignisse. Ich habe nur verursacht, mit welchem Gefühl ich mich von Ihnen verabschiede. Mit dem Gefühl, wir haben wieder ein wunderbares Interview gemacht. Wir sind beide zufrieden. Wir sind im Einklang. Alles ist ideal gelaufen. Das verursache ich durch die Kunst des Vorauserlebens. Der erste Schritt bei der Kunst des Vorauserlebens ist die Vorstellung. Ich muss wissen, wie, ja, was will ich denn genau? Das ist aber eine Vorstellung, die würde nichts verändern. Das steht da vorne, das ist nur ein Bild.
jetzt gehe ich in das Erleben. Zweiter Schritt, ich mache mir die Vorstellung zu eigen, ich nehme sie in Besitz und erlebe mich in der erfolgten Erfüllung, im erfolgten Erfolg. Dritter Schritt, sind nur vier. Dritter Schritt, ich verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, Dankbarkeit. Ja, wir haben ein tolles Seminar gemacht. Wunderbar, freue ich mich. Schön, das ist wieder existent. Und jetzt kommt der vierte und letzte Schritt. Ich bleibe in dieser Energie, es ist vollbracht, in der Energie der absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs, bis es Realität ist, bis es vorbei ist. Und es hat sich genau so verwirklicht, wie ich es mit der Kunst des Vorauserlebens verursacht habe. Und das ist die Chance eines jeden Tages. Jeden Morgen wartet Ihr Butlerleben und sagt, was darf es denn heute sein? Und Sie bestimmen, womit der Tag erfüllt wird. Aber kann man sich auch konkrete Sachen vorauserleben und dann auch praktisch verursachen? Also ich meine jetzt ganz konkret, angenommen, Sie hätten ja auch überlegen können vorauserleben können heute. Frau Geithner wird heute ein rotes Oberteil tragen. Zum Beispiel, nur so, würde das funktionieren? Das würde funktionieren, wenn Sie das glauben können. Es muss innerhalb Ihrer Glaubensgrenze sein, wenn Sie sich das zutrauen, dass Sie es können. Wer weiß, er kann, der kann. Mhm. Ja, das geht. Aber wenn ich das verursachen würde, hat mein Ich etwas verursacht, ja, und damit bin ich in der Verantwortung. Ich trage jetzt die Folgen. Wenn das Sie unglücklich macht, dass Sie ein rotes Oberkleid heute gewählt haben, ja, gehört das zu meinem Karma. Ich habe das verursacht und ich habe Ihr Unglücklichsein verursacht. Okay. Also verursache ich in meiner Zukunft Unglücklichsein. Okay. Würde ich mir natürlich nie antun. Das heißt also, ich würde nie irgendein Detail verursachen, was der andere tun soll oder was der sagen soll. Habe ich früher natürlich gemacht, klar. Und sehr oft hat er wortwörtlich das gesagt, was ich dann morgens mir vorgestellt habe. Oder? Ja, das ist wirklich anfangs unheimlich, sage ich, das ist wie eine Schleife, wie ein Tonbandgerät, sage ich, genau diese Worte habe ich doch heute Morgen gedacht, das sollte der sagen. Also das mache ich natürlich nie wieder, weil ich damit Karma verursache. Und deswegen würde ich verursachen, was will ich selbst denn? Ja, ja, ich selbst will nur, dass das stimmt, was wir machen. Okay, also verursache ich das und damit bin ich nicht mehr in der Verantwortung, ja, weil ich ja nicht vorgebe, wie sieht stimmig sein für Sie aus. Ja, so. Sie geben dann dem die Form, wie Ihr Stimmigsein aussieht und ich bin damit einverstanden, alles ist gut, aber ich würde nie mehr eine Ich-Vorstellung verursachen, kann das, funktioniert, aber ich bin dann in der Verantwortung und trage die Folgen. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Das hatten wir noch bei keinem Interview, hatten wir es noch nicht. Dann haben wir es jetzt. Das ist das Schöne, ich kann ja, wenn ich online bin, bin ich in der Zentralbibliothek, ja, aber deswegen weiß ich noch nichts. Das ist genauso, wie wenn Sie in eine Bibliothek gehen. Sie sind nicht klüger als zuvor. Es kommt jetzt darauf an, welches Buch ziehen Sie raus, welches Kapitel schlagen Sie auf, welche Seite lesen Sie, und das bestimmt der Fragende. Der fragt, bestimmt, welches Buch ich nehme und aufschlage, und das schauen wir uns an. Ja, deswegen haben wir uns noch ganz viele Dinge nicht angeschaut, weil Sie die noch nie gefragt haben. Und ich weiß das ja vorher auch nicht. Das steht ja nur in dem Buch. Ich weiß das erst, wenn Sie fragen und ich nehme das Buch und schlage das auf. Das ist genauso wie für andere Leute, die nicht online sind, die wählen Google in ihrem PC und geben das ein, wussten vorher auch die Antwort nicht, aber die alte Frau Google weiß das und dann wissen Sie es eben auch. Okay. So geht das. Ja, cool. Viele Menschen, also ich auch,
oder haben ja Wünsche, große oder kleine Wünsche. Herr Tepperwein, jetzt, oder, ja, oder ich frage mich auch immer, manche ich erlebe Menschen, die haben, verwirklichen jeden Wunsch und manche, bei denen klappt es gar nicht. Was ist denn das Geheimnis der Wunscherfüllung? Also erstens einmal sollte man sich bewusst machen, Wünsche hat nur ein Ich. Ja? Wenn ich mir etwas wünsche, bin ich im Ich. Trage ich die Folgen, schaffe ich Karma. Immer. Ja? Aber ich kann das natürlich. Das ist also, nichts ist gut oder nichts ist schlecht. Ich habe die Wahl, ich bin ein Schöpfer. Wenn ich also einen Wunsch habe, dann sollte ich wissen, wie kann ich den denn verwirklichen? Mhm. Also wie geht Wunscherfüllung? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten funktioniert Wunscherfüllung? Nehmen wir mal irgendein Beispiel. Angenommen, jemand wünscht sich einen idealen Partner. Mhm. Ja? Also was soll der machen? Wenn der sich jetzt sagt, auch das wäre schön, wenn ich endlich den idealen Partner hätte, hat er ihn gerade erfolgreich verhindert. Wieso? Er ist in den Mangel gegangen. Ja, er hat ausgesendet, ich habe nicht. Schade, wäre so schön ist eine Möglichkeit in der Zukunft. Ich habe nichts. So geht es schon mal nicht. Also, jetzt mal nach den folgenden Schritten. Wie kann ich das verwirklichen? Erster Schritt ist, ich muss selbst ein idealer Partner sein. Also, was gehört zu mir als idealer Partner? Also, ich muss es dem anderen leicht machen, mich zu mögen. Der will ja auch den idealen Partner haben. Ja, also, ich sollte sympathisch sein. So, dann sollte ich echt sein, ehrlich, authentisch. Ich sollte ein guter Freund sein. Das sind schon mal die Voraussetzungen. Das heißt also, ich muss es erstmal möglich machen, dass ich dem begegne. Denn wenn ich kein idealer Partner bin und begegne jetzt dem idealen Partner, weiß der mit mir nichts anzufangen. Und wir kommen nicht zusammen, weil da eine Disharmonie ist. Da ist keine Übereinstimmung. Also, erst kommt die Saat. Dann kommt die Ernte. Ich muss immer den ersten Schritt tun, bei allem. So, jetzt habe ich erstmal die Voraussetzung geschaffen, dass ich nicht selbst zum Hindernis werde für die Erfüllung. Sonst geht's ja gar nicht. So, Voraussetzungen sind geschaffen. Jetzt beginne ich mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel. Wir haben immer gelernt, alles beginnt, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Genau. Ja, dann damit, mit diesem Gedanken schaffe ich einen langen Weg, der aus vielen Schritten besteht, aus einem Prozess, der vielleicht irgendwann zum Erfolg führt. Ich beginne mit dem letzten Schritt. Ich spare mir den ganzen Weg und gehe gleich ins Ziel. Ich erlebe mich in der erfolgten Erfüllung. Ich nehme sie damit geistig in Besitz, ja, bin im erfolgten Erfolg. Nicht, ich stelle mir den erwünschten Erfolg vor. Okay. Dann verlagere ich das wieder in die Zukunft und bin wieder im Mangel. Nein, ich erlebe mich im erfolgten Erfolg. Mache mir bewusst, bevor der Erfolg erfolgen kann, muss das Richtige vorausgehen. Wenn das Richtige vorausgegangen ist, muss der gewünschte Erfolg erfolgen. Das geht nicht anders. Das ist ein Gesetz. Und das tut er auch immer bei jedem und in jedem einzelnen Fall. Also der erste Schritt ist der letzte Schritt. Ich erlebe mich im erfolgten Erfolg. Nächster Schritt. Ich verbinde dieses Erleben mit einem starken Gefühl. Denn das Erleben gibt dem Leben die Form des Gewünschten. Ich sage, so hätte ich es gerne. Das begleitende Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Also erlebe ich mich verbunden mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung,
der Dankbarkeit. Warum? Das Geheimnis der Dankbarkeit ist, das, wofür ich dankbar bin, verursacht das, wofür ich dankbar bin. Mhm. So. Damit habe ich es jetzt verursacht. Ich habe es geistig in Besitz genommen, habe es verursacht. Und der letzte Schritt, ich bleibe in der Energie, es ist vollbracht. Ich bin am Ziel. Ich habe es erreicht. Es ist geschehen. Erlebe dankbar den erfolgten Erfolg und bleibe in dieser Energie, bis es Realität ist. Das heißt, ich muss nicht dauernd daran denken. Ich muss überhaupt nicht mehr daran denken. Aber wenn ich daran denke, ach ja, genau, boah, das muss ja jetzt bald in Erscheinung treten. Ich habe das ja schon in Besitz genommen. Ach, herrlich, wunderbares Gefühl der Erleichterung, der Dankbarkeit. Ich bleibe also im erfolgten Erfolg. Und das ist das Geheimnis. Ohne die absolute Gewissheit der Erfüllung ist Erfolg nicht möglich. Mit der absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs ist mein Erfolg unvermeidbar. Das ist alles. Das ist das ganze Geheimnis. Und ganz gleich, um was es geht, die Schritte sind immer die gleichen. Das klingt klar und einfach, ist aber nicht leicht, weil da kommen natürlich Glaubenssätze und Zweifel und die Energie zu halten, wenn man jetzt was Größeres... Einspruch? Wer hat den Zweifel? Das Ich. Das Ich. Ja, das heißt, jeder Zweifel zeigt mir, du bist gerade schon wieder in der Identifikation mit dem Ich. Ja, genau. Ja? Du bist im Verstand und damit in Gedanken. Und jeder Gedanke, das müssen wir uns auch bewusst machen, jeder Gedanke beendet oder unterbricht zumindest meine Identifikation mit meinem wahren Sein. Ja. Ich bin dann nicht mehr ich selbst. Ich bin in Gedanken, im Ich, im Verstand und damit im Ich. Ja. Also muss ich mich da wieder rausholen, muss mir das bewusst machen und ja, jetzt das ganze Geheimnis noch einmal und mache diese vier Schritte. Wenn ich wieder ins Ich gerutscht bin, muss ich sie nochmal machen. Alle vier. Ich habe gerade abbestellt. Muss ich alle vier? Natürlich. Ich bin ja wieder im Ich, im Mangel. Hm. So, habe dem Leben einen Auftrag erteilt und habe abbestellt. Also kann nichts passieren. Ja, darf mich nicht wundern, auch wenn ich alles richtig gemacht habe. Ich habe ja abbestellt. Also neu bestellen, alle vier Schritte, jetzt aber ganz schnell. Ja, ich bin sympathisch, ich bin ja ich selbst, okay. Dann bin ich ein idealer Partner, erlebe mich in der Erfüllung, im erfolgten Erfolg, verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit, und bleibe in diesem Gefühl der Erleichterung. Ich habe es erreicht, ich bin am Ziel, bis es Realität ist. Aus. Das war's. Ich habe noch kurz eine Frage zu dem ein idealer Partner sein. Das heißt, meinen Sie damit, man sollte so sein, wie man sich den idealen Partner wünscht. Also angenommen, ich wünsche mir immer meinen Partner so und so und so, nein. Dann muss ich das auch alles selbst erst verwirklicht haben, was ich mir von ihm wünsche? Nein. Okay. Sie sollen nicht so sein, wie Sie sich den wünschen. Sie sollen echt, ehrlich, authentisch sein. Das heißt, Sie sollen Sie selbst sein. Aber Sie selbst, nicht Sie, ich. Also der andere will nicht mit einem Ich zusammenleben, sondern mit mir selbst. Also muss ich diesen Schritt vollziehen, und muss dafür sorgen, dass ich wirklich ich selbst bin. So. Und als ich selbst bin ich ein idealer Partner, weil auf der Ich-Ebene kann ich auch ein einigermaßen idealer Partner sein, indem ich den anderen so nehme, wie er ist. Ich will ihn nicht ändern. Ja, ich erlebe meinen Partner wie ein Sonnenuntergang. Da sage ich ja auch nicht, oh, die Sonne müsste jetzt weiter links sein und die Wolke da, die gehört, die sollte ganz weg sein. Nein, ich genieße den Sonnenuntergang, egal wie er ist mir recht, ja. Ich genieße ihn so, wie er ist. Und so erlebe ich als ich meinen Partner. Ich genieße ihn so, wie er ist.
Und wenn ich ich selbst bin, kann ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich weiß, mein Partner ist in Wirklichkeit ein Gott. Er ist vollkommen genau wie ich. Er ist vollkommenes Bewusstsein. Ja, einen Gott kann man nicht verbessern. Einen Gott braucht man nicht verändern. Einen Gott kann ich auch nicht kritisieren. Mit einem Gott kann ich nicht streiten. Ja, wenn ich einfach den Gott erkenne in ihm, und jetzt kommt wieder ein Geheimnis, wenn ich den Gott nicht nur erkenne, sondern anspreche, es antwortet immer der, den ich anspreche, dann antwortet nicht das Ich, der begrenzte Mensch, sondern dann antwortet der Gott, der er wirklich ist, und dann leben wir auf der Ebene des erwachten Bewusstseins. Plötzlich ist kein Problem mehr da. Alles ist gut, jeder ist recht, keiner kritisiert den anderen, jeder genießt ihn so, wie er ist. Hätte ich schon früher haben können. Ganz einfach. Nur wie Sie eben gesagt haben, einfach ist nicht immer leicht. Aber nicht leicht ist für das Ich. Ja, wenn ich nicht im Ich bin, ist es leicht, weil es nur noch einfach ist. Aber wenn ich sage, das ist aber nicht leicht, schon merke ich, bin gerade wieder ins Ich gerutscht, ins Urteilen. Das ist nicht leicht. Ja? Also erinnern, wer bin ich wirklich? Und dann ist leicht und schwer weg, sondern das ist so und ich tue es oder lasse es. Mir kommt es halt so vor, als ob man wirklich, das Wichtigste ist eben, wie ich gesagt habe, dieses Erwachen. Zu sich selbst, zum Selbst. Das Erwachen und die Bewusstheit ist das Allerwichtigste. Bloß ich merke halt, dann will man ja gar nichts mehr. Dann hat man ja wenig Wünsche oder dann hat man gar keinen Wunsch mehr. Ich merke, je bewusster ich werde, desto weniger Wünsche habe ich. Weil man, dann gibt es auch keinen Mangel. Also, Sie haben doch gerade das ganze Geheimnis gesagt. Ja, das ist meine wichtigste Entscheidung. Wessen Leben lebe ich? Lebe ich das Leben ein Ich? Eines Ich oder lebe ich das Leben von mir selbst? So. Also, wer bin ich? Als wen fühle ich mich? Als wen erlebe ich mich? Der wählt nämlich, der bestellt mein Leben, der wählt mein Leben und damit ist alles bereits erledigt. Wenn ich ein Ich-Leben gewählt habe, dann bin ich ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Schwierigkeiten und Problemen, auch mit dem Partner, dann ärgere ich mich manchmal über ihn und verursache damit neuen Ärger und so weiter. Ja? Oder aber ich wähle das Leben als erwachtes Bewusstsein, dann gibt es nie mehr irgendeine Schwierigkeit. Ich genieße meinen Partner wie einen Sonnenuntergang, alles ist gut, so wie es ist und ich habe auch keine Wünsche mehr. Warum sollte ich mir was wünschen? Das ist nämlich das Zweitbeste. Wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, verursache ich ja das Vollkommene, was zu diesem erwachten Bewusstsein gehört. Warum sollte ich also das Zweitbeste wählen, was ich mir vorstellen kann? Das Leben übertrifft immer wieder meine Erwartungen. Ich stelle mir etwas vor und es kommt viel schöner. Und ich sage, ja, an sowas konnte ich überhaupt nicht denken. Wie ich zum Beispiel gesagt habe, Beispiel Alter, da hatte ich Vorstellungen, dass man eben mit dem Alter ja, krank wird, ein bisschen gelegentlich immer wieder mal schwächer wird, Gedächtnis lässt nach, die Augen lassen nach. Ist halt ganz normal, erlebt man ja in der Umgebung, das ist nun mal so. Das ist nun mal so, wenn ich ein Ich-Leben lebe. Dann ist das so. Wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, und das ist ja meine Wahl, meine Entscheidung, dann sieht das ganz anders aus. Und dann hat mich das Leben sehr angenehm überrascht. Weil ich habe mir nie vorstellen können, dass man sich mit 85 einfach so gut fühlen kann, so glücklich sein kann. Und Herr Tepperwein, wenn ich jetzt in einer schwierigen Lage bin, wie mache ich denn aus einem Zustand oder aus etwas, was gerade ist, etwas, das sein soll. Das, also angenommen, schwierige Situation oder wirklich sehr, sehr schlimme Situation, bin ich einfach jetzt reingeraten und
wie komme ich dann, weil dann sind auch die negativen, die Ängste, weil es auch eine schwierige Situation ist, dann sind auch viele negative Gedanken und Traurigkeit und Schmerz da. Wie kann ich das dann verändern in einen Zustand, der ideal werde oder in ein Leben, das ideal werde? Sie haben eigentlich die perfekte Lösung ja schon gesagt. Ja? Wenn ich wo reingeraten bin, mache ich mir erstens bewusst, ich kann nirgendwo reingeraten. Ja, wenn ich aber wo reingeraten bin, ja, dann weiß ich, mein So-Sein hat das verursacht. Also muss ich mein So-Sein ändern. Also bin ich im So-Sein, im Ich-So-Sein, ja, in der Ich-Identifikation. Sonst könnte ich ja keine Schwierigkeiten verursacht haben. Also muss ich an der Ursache das ändern, am So-Sein, nicht in der Realität. So. Und dann nehme ich mir, wenn ich in einer ganz schwierigen Situation bin, nehmen wir mal an, ich bin krank, arbeitslos, einsam, was noch, was gibt es noch? Ja, krank, also das ist eigentlich das Schlimmste, krank, einsam, arbeitslos, kein Geld und unglücklich einfach, genau. Ja, so. Da bin ich nicht reingeraten, sondern mein So-Sein hat das verursacht. Ich habe zugelassen, dass ich so bin und dass mein Auftrag so ist. Und jetzt trage ich eben die Folgen davon. Mhm. Also muss ich jetzt nicht, wie alle das tun würden, 99% würden das jetzt falsch machen und würden versuchen, die Realität zu ändern. Ja. Das ist so, wie wenn ich im Kino bin und der Film gefällt mir nicht und ich gehe vorne an die Leinwand und will dort, wo der Film in Erscheinung tritt, da kann ich nichts ändern. Da läuft der Film. Ich muss zum Projektor gehen. Und das ist mein Bewusstsein, mein So-Sein. Mhm. Ja, ich muss mein So-Sein ändern. Also würde ich mir eins nach dem anderen vornehmen, ich kann nicht alles gleichzeitig ändern, ich nehme einen Punkt nach dem anderen, der mir eben am wichtigsten ist, den nehme ich mir vor. Ja, ich würde natürlich die Gesundheit wählen als erstes, weil ich sage, ich muss erstmal Kraft haben und wieder in der Lage sein, was zu ändern. Also nehme ich mir das vor und dann, was ist da zu tun, was ist da schiefgelaufen, ernähre ich mich verkehrt, atme ich falsch und so weiter. Also ich muss erstmal das Falsche lassen, dann das Richtige tun. Und dann verbessert sich meine Gesundheit. Okay, dann komme ich zu Kräften und jetzt kann ich mir den nächsten Punkt vornehmen. Sag mal, jetzt bedrückt mich die Einsamkeit vielleicht am meisten, dass ich sage, ja gut, mein So-Sein, wer will das schon? Warum bin ich denn einsam? Weil dieses So-Sein will keiner, hat bis jetzt keiner gewollt, keiner, den ich wollte. Also muss ich erstmal ein So-Sein schaffen, was man wollen kann, ein idealer Partner sein, echt, sympathisch, ehrlich, gut gelaunt und so weiter. Ich schaffe erstmal ein angenehmes So-Sein, das geliebt werden kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Arbeit bin, an der Arbeitsstelle und die Firma ist pleite plötzlich, da hat doch mein So-Sein eigentlich gar nichts damit zu tun. Natürlich. Wer hat denn diese Arbeitsstelle gewählt? Wer hat sich dort beworben? Wer ist noch immer dort? Wer ist nicht längst woanders? Ja, das haben alles Sie entschieden, aber nicht Sie selbst, sondern Ihr Ich. Okay, das heißt also, da sind wir wieder bei dem Anfang, wer sind Sie? Als wer leben Sie? Wenn Sie nämlich erwachtes Bewusstsein sind, dann gehört diese Firma nicht mehr zu Ihnen, wenn die pleite geht, sondern dann sind Sie längst wahrscheinlich selbstständig, ja, weil das stimmig ist, dann schaffen Sie sich Ihren Arbeitsplatz und sind nicht abhängig von einem Arbeitgeber, der Ihnen da Vorschriften macht und so weiter. Sie gehen in Ihre ideale Berufung und können gar nicht mehr in einer Firma sein, die pleite geht. Und wie wichtig ist dann da die Selbstverantwortung? Also ich merke halt, die Selbstverantwortung ist auch total wichtig. Es gibt keine Ausreden. Man hat alles gewählt und man kann alles verändern. Weil sobald man ins Opferdenken zurückkommt, das bringt einen weg. Da kommt man nicht weiter im Opfer. Doch, das verursacht ja genau wieder diese Dinge, dass sie sich als Opfer erleben. Und passiert ständig, genau, und da kommen immer wieder die Folgen.
Also es ist ganz wichtig, immer diese Verantwortung auch. Gehen wir wieder an den Anfang zurück. Tagesbeginn. Ich entscheide mich, als wer gehe ich durch diesen Tag. Ja? Wähle ich ein Ich-Leben, das Leben eines ganz normalen Menschen, dann habe ich eben die ganz normalen Schwierigkeiten und Probleme, die ein Mensch hat, die Ängste, Sorgen, ja, Stress und alles das, was eben ein Mensch hat. Oder erkenne ich, ich bin Bewusstsein, ich bin reine Existenz. Ja? Ich bin hier nur, um eine Erfahrung zu machen. Ich schaue mir nur einen Film an. Das ist nur Realität, hat mit mir gar nichts zu tun. Ich mache nur eine Erfahrung. Ich bin unkaputtbar. Mir kann hier nichts passieren. Ich bin sowieso unsterblich. Also jeder, wenn ich sage, ich meine ich nicht mich persönlich, sondern jeden. So, also ich mache mir bewusst, als wer gehe ich durch diesen Tag? Wer wacht da gerade auf? Und zweitens, in welcher Schwingung bin ich? Welcher Laune? Wie sympathisch bin ich? Ja, mit welchem Wohlgefühl bin ich erfüllt? Und so weiter. Schleppe ich noch Vergangenheit mit mir rum? Eine schwere Kindheit? Und so weiter. Ja, in Wirklichkeit ist das alles längst vorbei. Wenn ich das mit mir rumschleppe, ist das meine Verantwortung und ich trage die Folgen. Also, das ist die wichtigste Entscheidung jeden Morgen. So, und dann kann ich die Kunst des Vorauserlebens nutzen. Wie möchte ich heute Abend einschlafen? Nicht, was soll im Einzelnen geschehen sein, sondern will ich heute Abend glücklich sein für und dankbar für einen erfüllten Tag? Genau das ist es, ja. Ich schreibe dem Tag nicht vor, wie der aussehen soll, aber ich möchte heute Abend einschlafen und sagen, wow, was war das für ein toller Tag, ja? Der war wunderschön. So, und dann lasse ich mich überraschen, aus was dieses Wunderschöne besteht. Genau. Das ist auch dann aus dem Selbst heraus. Und so mache ich aus einem ganz normalen Alltag einen Traum. Etwas Wunderschönes. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich mache das aus jedem Tag. Ja? Wenn ich das einmal geübt habe und weiß, ah, so muss ich schon aufwachen. So, wenn ich schon falsch beginne, das ist wie wenn Sie Ihre Bluse zuknöpfen und wären einen falschen Knopf. Ja. Wenn Sie unten sind, merken Sie, nochmal aufmachen. Ja. Nützt alles nichts, ja, ganz falsch. Und genauso ist es, wenn Sie den Tag falsch beginnen als ich, dann ziehen Sie ja ein Ich-Leben nach sich, dann stimmt das nicht. Also, gleich richtig beginnen als ich selbst, gleich die richtige Schwingung wählen, gute Laune, sympathisch sein und so weiter. So. Und wenn Sie wollen, die Kunst des Vorauserlebens, nicht was soll passieren, das will nur ein Ich, ja, sondern ich selbst will einfach nur, dass es stimmt. Ich will heute Abend zufrieden sein und sagen, nein, ein toller Tag, der hat mich sogar in einigen Punkten wieder überrascht, so toll hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, wow, ein toller Tag. Und das verursache ich morgens, dass ich abends dankbar und glücklich einschlafe, weil ich so einen tollen Tag hatte. Und das mache ich mit jedem Tag. Und das ist das Eintreten in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Erkennen Sie, dass wirklich jeder Augenblick eine Chance zum Besseren ist. Also auch wenn Sie morgens falsch gestartet sind als ich oder im Laufe des Tages in Schwierigkeiten geraten sind, in Stress, in Sorgen, in Ängste. In jedem Augenblick, und das ist das Geheimnis eines jeden Augenblicks, in jedem Augenblick können Sie sagen, stopp, Film anhalten, falsch. Falscher Film, so geht's nicht weiter. Jetzt erstens erinnere ich mich wieder an mich selbst. Ja, nächster Schritt, ich verursache das, was stimmt und erkenne, alles ist eine Chance zum Besseren. Und ich erkenne, in jedem Augenblick habe ich diese Chance, dass ich mir bewusst machen kann, wie wäre das denn ideal? Ideal wäre, wenn ich selbst mein Leben bestimme, wenn ich also das Ideal erkenne und wenn ich wirklich bewusst eintrete in das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens. Und das ist die Chance eines jeden einzelnen Augenblicks.
Vielen Dank für dieses schöne Interview. Ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr einen Ausgleich schaffen wollt. Und wenn ihr mehr Informationen zu mir und meinen Interviews und meiner Arbeit finden wollt, dann könnt ihr auf meine Webseite schauen. Die kommt jetzt im Abspann und zwar auch in der Bauchbinde. Dann bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.